Das ist nur ein Versuch, Versuch, Versuch. Das ist nur ein Versuch, ein Versuch. Der Adam ist dumm, der Adam ist dumm, die Kitty. In 29 bis 10 vor Christus haben die Römer das Ufer der Donau besetzt. Die Donau war eine natürliche Grenze von römisches Reich. Rund um Donau haben Festungen und militärische Städte erstellt gegen Barbaren. Donau hat eine wichtige Rolle auch im Handel gehabt. Provinz Pannonia wurde bedeutend. Im 9. Jahrhundert, in der letzten Welle der Migration, haben die Ungarischen im Becken der Donau gekommen. Im 10. bis 11. Jahrhundert haben drei neue Staaten gegründet: Ungarn, Tschechien und Bulgarien. Im 13. Jahrhundert hat eine wichtige Rolle im Fernhandel gehabt. Auf dem Weg waren die Goldsendungen von Siebenbürgen bedeutend. Urbanisierung hat Schwung bekommen. Buda, Bratislava, Wien und Linz haben entwickelt. Im 14. Jahrhundert haben im Süden Osmanisch-Türkischen gekommen. Die ungarische Königin haben mehr Schlacht gegen Türken gehabt. Die erste Schlacht war in 1396, dann hat János Hunyadi einen Feldzug bei Varna gehabt. Leider haben die Türken Belgrad, Buda und Wien und Esztergom besetzt. Auf türkischer Bereich hat die Handel zwischen westlichen Ländern aufgehört. Im 17. Jahrhundert haben die Ungarischen die Bereich von Türken zurückerobert. Die Schiffsverkehr wurde wieder bedeutend. Der erste Dampfer auf die Donau hat in 1830 gestartet. Die Aufgabe des Dampfers war der Transport der Waren und der Personen. Am Ufer wurden Industriezentrums gegründet. Erstmal in deutschem Gebiet, dann in österreichisch-ungarischer Monarchie. Aus den ungarischen Siedlungen, die am Ufer der Donau liegen, hat Mohács die interessanteste Geschichte. Die Historiker haben erstmal in 1093 über das Dorf geschrieben. Die Bewohner des Dorfs haben mit Landwirtschaft oder mit Angeln beschäftigt. Das Dorf hat entwickelt und es ist im 1408 Stadt geworden. Im Jahr 1526 war eine sehr bedeutende Schlacht zwischen Ungarn und Türken. Am 29. August haben die Türken gewonnen und die Hälfte des ungarischen Heers wurden getötet. Nach der Schlacht bei Nagyharsány im Jahre 1687 ist Mohács wieder frei geworden und im 18. Jahrhundert haben die Kroaten und Serben sich niedergelassen. Die verschiedenen Nationalitäten haben in unabhängigen Vierteln gelebt. Im Jahre 1924 wurde Mohács wieder zur Stadt. Dann wurden mehr öffentliche Gebäude, Kirchen und das Rathaus gebaut. Im Zweiten Weltkrieg hat sich die Stadt wieder geleitet, aber nach dem Weltkrieg haben neue Fabriken gebaut. Mohács ist eine sehr beliebte Siedlung. Die Touristen besuchen sie wegen Bushoyeres. Das ist Széchenyi Platz. Das steht im Zentrum von Pécs. Hier steht zwei Statuen, Hunyadi und Dreifaltigkeitsstatue. Hier steht Jami, das ist eine Kirche. Hier gibt es viele Restaurants, wo wir essen kann. Wir können hier spazieren, essen und Freunde treffen. Das ist das Theater von Pécs. Das liegt im Zentrum von Pécs in Királystraße. Dieses Gebäude ist sehr alt. Das gebaut im Jahr 1895. Wir können hier Theaterstücke sehen. Auf dem Bild sehe ich Mecsek. Mecsek ist die höchste Gebirge in diesem Region. Der höchste Gipfel ist Zengő. Zengő ist 882 Meter groß. Mecsek ist ein Mittelgebirge. In Mecsek gibt es viele Freizeitaktivitäten. Zum Beispiel Mecsek Strandpark und so. Man kann auch hier wandern. Auf dem Bild sehe ich Donau und Donauinsel. Donau ist die größte Fluss in Ungarn und zweite größte Fluss in Europa. In diesem Region Donau fließt Mohács durch. Donau ist wichtig in Warenlieferung. In Mohács Menschen können mit Fähre fahren.
In Ungarn sind die Essen gewürzt und salzig. Wir essen viele Fleisch, Kartoffeln und Brot. In Ungarn sind sehr viele ungarische Spezialitäten. Ungarische Essen sind zum Beispiel Pörkölt mit Nocker, Lecsó, gefülltes Paprika, Bohnengulás. Wir haben keine Meer, also wir haben nur Seen und Flüsse. Wir haben nur Süßwasser, Fische. Von diesen machen wir zum Beispiel Fischsuppe, Weißpaprikas. Außerdem sind viele leckere Süßigkeiten, zum Beispiel Hühnermilch, Strudel, Zserbó, Somlói Galuska und Túró Rudi. In Ungarn sind alkoholische Spezialitäten, zum Beispiel Schnaps, Wein, Bier. Schnaps benutzen wir als Medizin. In Villány sind viel Weinkeller. Der Wein in Villány ist der berühmte Wein in Ungarn. Wir haben noch berühmt Wein an der Plattensee und in Eger.